Da ist er, der Volkswagen ID.3. Ja, das Kennzeichen passt auch, Salui ID.3. Na gut, 5E noch hinten dran. Und der Mann ist 2 Meter groß. Und das wird die Geschichte über den 2-Meter-Mann im ID.3 First Edition. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der David Friedrich vom Autohaus Wirz in Salui, noch Standort in Merzig. Und wir sind Servicepartner für VW, Audi und Skoda. Genau, so. Das heißt, ihr vermittelt auch Neufahrzeuge. Der ist neu. Genau, der war neu, ist mittlerweile zugelassen und wurde letzte Woche geliefert und ist jetzt seit ein paar Tagen im Dienst. Ja, du hast ihn gefahren, das ist was ganz Neues für euch, oder? Ja, nicht ganz neu, das Fahrzeug ist neu, wir hatten den E-Golf schon vorher, aber die Technik, die Entwicklung, neue Plattform ist komplett neu. Ja, das sind ja mal Reifen, oder? Ja, 20 Zoll, aerodynamisch, macht natürlich ein schönes Bild auf dem Fahrzeug, ne? Ja, wir werden gleich mal einsteigen. 2 Meter ist ja das große Thema. Elektroautos waren ja bisher immer im Innenraum immer ein bisschen sparsam, sage ich jetzt mal. Ist das hier irgendein Problem mit 2 Metern? Nein, überhaupt kein Problem. Ein riesen Innenraum, selbst mit 2 Meter fühlst du dich super wohl drin. Ja, er ist unglaublich gefragt. Das heißt, die haben ja von Anfang an direkt wirklich viele Fahrzeuge schon vorverkauft. Kommt das bei euch auch an? Ja, viele fragen nach, viele haben brennend darauf gewartet, dass er endlich kommt, für Probefahrten, für ihn live zu sehen, und es gab auch schon Bestellungen. So ist es ja. Er ist relativ günstig, muss man sagen. Also das System ist ja so, dass man jetzt kein Auto jetzt für 50, 60, 70.000, die kennt man zu Mass. Wo fängt er ungefähr an? Er soll anfangen bei 30, das neue Modell, was jetzt kommt noch, also das Einstiegsmodell, der hier ist jetzt bei über 40, aber wir kommen auch, wie gesagt, unter 40 locker hin, und dann wird ja noch die Prämie abgezogen. So ist es, ja. Thema Elektrotanken, German Angst, das heißt, die Leute haben Angst, ich komme nicht mehr nach Hause. Wie ist die Reichweite? Du fährst ja jetzt schon ein bisschen. Also die Reichweite, es gibt ihn mit 3 Reichweiten, 500, 400 und 300 Kilometer. Diese Version hat 400 Kilometer, man kommt locker 350 damit, obwohl es auch ein bisschen abhängig ist vom Fahrstil, wie bei den Verbrennern auch. Aber es fängt halt an mit Umdenken im Kopf bei E-Mobilität. Das ist so, das heißt, 350 Kilometer ist ja schon eine Menge Holz. Wenn man sich so tagsüber im Saarland bewegt, du nutzt den wirklich überall, muss man sagen. Und das ist gar kein Problem, oder? Nein, ist gar kein Problem. Wie gesagt, man darf halt nicht das Auto ganz leer fahren und dann enttäuscht sein, wenn man so lange laden muss. Man muss ihn einfach zwischendurch mal nachladen, muss Schnelllader benutzen, die auch in Salui mittlerweile vorhanden sind. Und dann kommt man wirklich gut durch den Alltag. So, wo ist denn der Motor? Hat der einen zentralen Motor noch? Ja, der hat einen Motor, der befindet sich an der Hinterachse. Es ist seit langem mal ein VW mit Heckantrieb. Und ansonsten vorne im Motorraum ist es sehr spärlich geworden und der Akku befindet sich im Unterboden. Genau, wir schauen uns das gleich mal an, auf Herz und Nieren. Wir werden mal eine kurze Tour fahren. Also mich interessiert unglaublich, du bist eben angefahren, der macht so ein bisschen Roboter-Sound. Ja. Ja, genau, das ist auch gewollt und hört sich sehr futuristisch an. Full LED, das heißt, ist denn jetzt hier die Klimaanlage, das ist wahrscheinlich schon, ich sag mal, neueste Technik, sehr, sehr energiesparend, wahrscheinlich die Heizung auch. Genau, läuft alles über Wärmepumpe, für da wirklich die letzte Energie zu sparen noch und für den Motor bereitzuhalten und die Reichweite zu optimieren. Ja, Volkswagen hat gesagt, nichts wird mehr gehen ohne Elektromobilität. Das denkst du auch langsam? Jein, es wird viel mit Elektromobilität kommen, aber es wird nicht auf jeden Fall der Weisheit letzter Schluss sein. Ich denke, da kommt noch eine Brennstofflösung mit Wasserstoff, aber im Moment ist E-Mobilität auf jeden Fall stark im Kommen. Mal sehen, was draus wird. Das ist kein Spielzeug mehr. Man kann also sagen, das ist ein ausgewachsenes Auto, vollkommen einsatztauglich. Absolut, VW wirbt damit, außen ein Golf, innen ein Passat, also vom Innenraum ist er auch ein Passat, man fühlt sich wohl drin, hat den Platz, Kofferraum ist natürlich nicht vom Passat, aber es ist auf jeden Fall ein echtes Auto für den Alltag, mit Kindern, egal, gar kein Problem. Ja, die First Edition, das ist so ein bisschen wie das erste iPhone, darf man eigentlich gar nicht fahren, oder? Doch, darf man schon fahren, Audi hat damit angefangen, VW hat nachgezogen, First Edition sind einfach die ersten Modelle, soll so ein bisschen Sammlerwert auch weggehen nachher. Ja, es ist ja so, ich glaube, dass Volkswagen ja zusammenbaut mit ganz vielen Marken, aber ich glaube, der ID.3 kommt zunächst mal nur für Volkswagen, oder? Ja, er kommt nur für Volkswagen. Was nachher die anderen Partner, Hersteller noch machen im Konzern, weiß man noch nicht. Im Moment gibt es ihn nur für Volkswagen. Schön, ja. Wir werden gleich mal reinschauen. Wenn du mal so lieb bist, den mal kurz anmachst, dass wir mal die Lichtoptik sehen vorne. Denn das ist das, was die meisten denn sehen werden. Eine ganz flache Schnauze. Thema ist natürlich... Wow, das heißt, der hat ja vorne noch einen ganz kleinen Streifen mit dabei, der ist auch beleuchtet. Was mir auffällt, ist, die Schnauze ist unglaublich flach, das heißt, der CW-Wert, die ganze, ich sag mal, der Windwiderstand, Hammer, oder? Ja. Ja, ist direkt optimiert dafür, die Überhänge sind sehr kurz, das heißt, sehr wendig, Innenraum optimal ausgenutzt, das muss beim E-Auto halt sein, ne?
Ja, das geht normalerweise beim Benziner Heckantrieb. Wenn wir das jetzt sehen, wie weit der hinten raushängt. Unglaublich, oder? Ja, genau. Das ist, wie gesagt, die Plattform ist gewachsen und die Überhänge sind extrem kurz. Das ist der Sinn des Ganzen. Ja, wir schauen mal kurz rein. Wir haben eben gesagt, 2 Meter kein Problem. Man glaubt das gar nicht. So, es ist futuristisch, aber es hat viele Anleihen von vielen anderen Fahrzeugen jetzt mit drin. Also wir haben jetzt mal einen Golf 8 haben wir mal gedreht vor kurzem. Die, ich sag mal, Instrumente sehen so ähnlich aus. Klappt der 10-Sekunden-Test, wenn Leute sich reinsteigen, kommen die klar? Ja, absolut. Wie gesagt, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man Golf 8 kennt oder neuere Autos kennt, kommt man klar. Es ist eine Touchscreen-Bedienung und es ist sehr intuitiv, wie auch bei iPhones oder anderen Smartphones. So, du bist mittlerweile fit mit der Bedienung? Das dauert ja immer so ein bisschen, ja, bis es kommt. Absolut. So, du liebst die Marke Volkswagen eigentlich, oder? Ja, das heißt, ihr macht das ewig schon, ne? Wir machen das seit 1976. Mein Schwiegervater hat damit angefangen und wir führen es fort. Und ich hoffe, meine Kinder werden es auch fortführen. Das Ambiente-Light ist schön. Das ist einstellbar? Ja, ist einstellbar in vielen Farben, in vielen Lichtstimmungen, so wie es Volkswagen nennt. Und macht echt was daher, gerade nachts. Sieht man im Moment halt schlecht. Die Fahrdynamik, der geht gut? Ja, geht super. E-Autos allgemein sind sehr, wie gesagt, wir haben keine Lücken durch die Schaltung, weil es ein Eingangautomatik ist und es macht einfach nur Spaß. Man muss reinwachsen in so ein E-Auto. Genau. Die Leute, die noch nie Automatik gefahren sind, die haben oft mal Angst und sagen, naja, eine Automatik, wenn ich da mal Bremse und Gas verwechsel und so weiter, den linken Fuß einfach vergessen, dauert wie lange? Halbe Stunde? Ich sage immer, wenn sie 3-mal gefahren sind, denken sie nicht mehr dran. Und genauso ist es auch. Ja. Man muss sich einfach den linken Fuß wegprogrammieren. Und wer jemals, glaube ich, Automatik gefahren ist, der will auch gar nichts mehr anderes fahren. Das ist so. Die Sitze, die sind ziemlich bequem für dich? Ja, absolut. Wir haben hier einen voll elektrischen Sitz. Man sieht hier Ergo Active, das heißt mit Massagefunktion. Wenn ich hier drauf drücke, wird die hintere Lehne noch mit massiert. Also absolut super Sitze. Und wenn es mal locker sein soll im Rücken, kann man drauf drücken. Ist das nur für kleine Kinder die Massage oder merkt man die? Nee, die merkt man wirklich. Also die merkt man auch als richtiger, ausgewachsener Mann von 2 Metern. Du hast Kinder? Ja, wir haben 2 Kinder. 2 Kinder, das heißt, du hast sie mal mitgenommen natürlich direkt, ja, die wollten direkt einsteigen. Klar, absolut, die sind total begeistert davon, von allem, was neu ist und auch vom Platz hinten sind sie sehr begeistert. Wie gesagt, der Sitz ist jetzt ganz hinten und trotzdem ist hinten noch Platz. So, und wenn du das mal ein bisschen nach vorne machst, das würde jetzt nicht gehen, dass du hinten einsteigst, oder? Jetzt? Ja, hätte auch Platz, aber es wird für mich jetzt schon ein bisschen enger werden. Aber wie gesagt, ich bin halt 2 Meter, ne? Und es geht trotzdem? Es geht trotzdem, ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Innenraum eines Passats. Hat einen riesen Schieberaum, ja. Schiebedach vor oben. Genau. Das mit der, ich sag mal, Optik hier, das ist Kunstleder, was hier drin ist? Das ist jetzt Kunstleder und vorne normale, also bessere Stoffsitze und wie gesagt ein sportlicher Sitz mit Einzelarmlehnen, also sehr, sehr bequem. Ja, Einzelarmlehnen, wer das jemals gehabt hat, der will nichts mehr anderes haben. Genau. Ich habe einen T6 mit Einzelarmlehnen. Die Busfahrer kennen es. Sehr praktisch, oder? Sehr, sehr praktisch, sehr angenehm zu fahren. Warte, ich zeige dich mal gerade, er ist 2 Meter groß. Es klappt trotzdem, wäre aber nicht dein bevorzugter Sitz, oder? Nein, wäre jetzt nicht der bevorzugte Sitz, aber würde auf kleinen Strecken auf jeden Fall gehen. Super, dann steig nochmal aus, bitte. Ich zeig mal, also diese riesen Felgen, die stehen ja dem Auto unglaublich gut. Ja, ist einfach super. Ist einfach ein super Design. Also mir gefällt es, Design ist immer Geschmackssache, mir fällt es super zu diesem Fahrzeug, absolut. Ja, da hinten, da geht noch was rein? Ja, da geht noch was rein. Nicht mehr wie beim Passat, aber es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kofferraum. Wir reden hier von 350 Liter circa, ohne umgeklappte Sitze, also kommt mal klar damit. Wenn du mal gerade hier unten aufmachst, ich will mal reingucken, was da drin ist. Da ist eigentlich nur die Ladekabel drin. Hier einmal das Typ 2 Ladekabel für an öffentlichen Ladestationen. Und wir haben hier ein normales, ich sage immer 230 Volt Haushaltssteckdose, wo man wirklich zu Hause mit einem normalen, wo haben wir hier, der normale Schokostecker in jede Haushaltssteckdose einstecken kann und auch dort laden könnte. Ich frage dich mal was, wenn ich jetzt das Auto kaufe, habe nur 230 Volt. Das heißt also, ich lege mir jetzt ein Verlängerungskabel nach draußen, sage ich jetzt mal. Und ich fahre so am Tag 70 bis 100 Kilometer. Kann ich das mit 230 Volt über Nacht nachladen? Locker. Also 70, 80 Kilometer, 230 Volt. Geschätzt jetzt eine Stunde geladen, ist er wieder voll. Okay. Also gar kein Problem. Okay, das heißt, ich kriege den auch mit der Haussteckdose in, ich sag mal, 5, 6, 7 Stunden voll? Ja, absolut. Wie gesagt, wenn er nicht ganz leer ist, wenn er wirklich ganz leer ist, dann brauche ich vielleicht 13, 14 Stunden. Dann wird es echt lang mit der Haushaltssteckdose, aber man muss ihn ja nicht ganz leer fahren. Ich kann aber auch über Nacht laden. Das heißt, wenn ich abends, ich komme um 6 Uhr nach Hause, stecke ihn rein, geht. Absolut. Hat der eine App-Steuerung mit dabei? Auch über App. Man ist absolut online mit dem Auto. Man kann sagen, ich stecke ihn jetzt ein, will aber erst ab 1 Uhr laden, weil ich vielleicht einen vergünstigten Stromtarif habe von meinem Stromanbieter, kann ich absolut über die App steuern. Hast du ja bei dir?
Die App habe ich installiert, ja. Sag mal, ich will das einmal kurz sehen. Ich hoffe, da sind keine personenbezogenen Daten drauf. Es geht nur einmal kurz, die Oberfläche mal zu sehen. Das gibt es für iPhone. Du hast ein iPhone? Genau, ich habe ein iPhone. Und es gibt natürlich... Und du kannst auch sehen, wo das Fahrzeug steht? Nein, das geht nicht mehr. Das wurde abgeschaltet. Ah, wir sind in Deutschland. Wir haben kein Netz. Wir sind auf dem Liestower Berg und haben kein Netz. Ja, das passiert. Also die App sieht vom Startbildschirm so aus. Aber okay. Wie gesagt, er kann jetzt die Fahrzeuge nicht laden, weil das Netz hier oben sehr, sehr schwach ist. Okay, ja, schade. Aber die Steuerung würde funktionieren. Wie gesagt, man sieht den Ladezustand, man sieht die Kilometerreichweite und man kann auch die Ladung oder den Ladezyklus damit anstoßen. Okay, ich verstehe. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit dem Strom, ich wohne jetzt in Frankreich, da ist das so, da habe ich wechselnde Stromtarife über Nacht, die ganz billig sind, die kosten 9 Cent. Die sind immer nur für 3 Monate gültig. Okay. Die kann ich dann einprogrammieren und dann sagen, bitte nur dann laden. Genau. Du kannst vorher programmieren über Uhrzeiten. Du kannst wirklich, wenn die Uhrzeiten weißt, kannst du sagen, lade dann ab die Uhrzeit bis zu der Uhrzeit oder du kannst es intuitiv über die App selber anschmeißen. Ja, du darfst noch mal zumachen, bitte. Ich zeige mal noch ein kleines Detail. Das sind diese ausgestellten Rückleuchten, die wir schon beim Cupra Formentor gesehen haben. Das heißt, man kann mittlerweile Designs machen. Das ist unglaublich, oder? Ja, absolut. Und wie gesagt, hier sieht man wieder die Konzerndesigns. Sie werden von allen Marken irgendwo adaptiert, und weil sie sich einfach bewährt haben auch. Ne? Es gibt hier bei dem Auto was ganz Besonderes. Das Blech ist extrem dünn, aber extrem steif. Es gibt eine Besonderheit, es wird, glaube ich, heiß verformt. Ein besonderes Verfahren bei Volkswagen, was gar nicht so einfach ist. Alles wird leichter, CO2 natürlich zu schulden. Hier habe ich jetzt ein Elektroauto. Wie ist die Reaktion auf der Straße mit dem Auto? Die Leute drehen sich sehr viel um nach dem Fahrzeug, fast wie beim Porsche oder mehr wie beim Porsche. Gerade die jüngere Generation reagiert sehr aktiv auf das Fahrzeug, weil es halt auch im Straßenbild noch nicht so bekannt ist, weil es neu ist. Ist auch, glaube ich, für viele der Einstieg im Moment auch in die Elektromobilität. Das heißt also jetzt im Massenmarkt, wenn Volkswagen sowas macht. Sie haben es ja lange angekündigt, große Aktionen. Wie war denn da schon die Resonanz auf die Werbeaktion? Die Resonanz war am Anfang sehr, sehr groß, sehr stark. Es gab ja ein Pre-Booking für das Fahrzeug. Man konnte sich vorregistrieren lassen. Es war dann ein bisschen schade, dass er sich verschoben hatte. Er sollte ja im Mai schon kommen. Und dann hat er sich jetzt verschoben in den Herbst. Aber er ist endlich da. Und die Leute springen drauf an, muss man sagen. Das ist immer ein süßer Scheibenwischer, oder? Absolut. So, wir steigen mal ein. Wenn du mal auf der Fahrerseite einsteigst, komme ich mal zu dir. Hier sind übrigens die Griffe sind auch beleuchtet. So, first. Ich zeige mal ganz kurz, wie er hier von innen aussieht und fahre gleich mal meinen Sitz ein bisschen zurück, dass wir das mal sehen. Das ist ein sehr, sehr reduziertes Design. Also ich habe jetzt ein Grand California gefilmt, komplett weiß. Aber das Grau mit dem Weiß und so weiter, das steht dem Auto gut. Da kann man nicht so viel falsch machen, oder? Nein, absolut nicht. Also er ist sehr, sehr schlicht gehalten innen drin, aber auch sehr modern. Schöne LED-Lights, großer Bildschirm, also alles, was man eigentlich braucht im Fahrzeug. So, ich guck mal gerade, ob er zurückfährt. Er fährt zurück. Das ist ganz intuitiv zu bedienen. Absolut. Ich habe vorher noch nie drin gesessen. Und die Sitze fahren ultra weit zurück. Ja. Also das ist für dich als 2-Meter-Mann, oder? Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ich sitze super hier, sitze super bequem hier. Hab Kopffreiheit, hab Beinfreiheit, also perfekt. Obwohl das Panoramadach ja noch drin ist, das baut ja immer so ein bisschen auf. Genau, es baut den Himmel ein bisschen tiefer, trotzdem ist die Höhe absolut ausreichend. Das Dach ist ja ein Kracher, oder? Also echt super. Ist das ein Problem, wenn es die Sonne scheint oder da sind so spezielle Folien drin? Ja, auch, oder wie nicht, wenn es zu warm wird, kannst du auch einfach zufahren. Ne? Echt? Ja, kannst einfach hier Sonnenrollo zufahren und dann hast du die Sonneneinstrahlung eigentlich wie ohne Panoramadach. Ne? Also, oh, bitte mach wieder auf. Es ist so trist, aber ich denke mir, so kann man den Tag ein bisschen verlängern. Genau. Es wird viel heller im Innenraum. Ganz anderes Gefühl. Leichtes Cabrio-Feeling. Ne? Super. Aber es ist viel heller. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich mach mal zu, schnall mich mal an. Dann zeige ich mal gerade so ein kleines Detail, denn wir müssen mal ein paar Meter fahren. Das ist für mich absolute Premiere. Jetzt sind wir drin. Es fängt so ein bisschen damit an, allein das Cockpit, der Tacho, wie das angebracht ist, ja, das ist ja schon ein Hingucker. Sowas gab es noch nie. Nein, sowas gab es noch nie. Es fängt eigentlich vorher schon an. Ich brauche das Auto gar nicht anzuschalten. Ich komme mit dem Schlüssel rein, trete aufs Bremspedal und das Auto geht an. Er hat zwar hier diesen Start-Stopp-Knopf, den wir kennen aus den anderen Fahrzeugen schon, aber ich brauche ihn eigentlich nicht zu bedienen. Wenn ich auf die Bremse trete, geht er an. Und sobald ich den Gang reinmache, sagt er, er ist ready, zeigt es mir über die LED und fährt dann auch los, wenn ich will. Warte, ich zeig das mal gerade. Der hat natürlich alles drin. Abstandstempomat. Spurhalteassistent, Blindspot-Sensor. Wie gesagt, ist der First Edition Max, ist alles drin.
So, ihr kriegt natürlich nicht die billigsten Autos, wenn ihr Vorführer kriegt, sondern ihr habt den mal ordentlich voll gemacht, damit ihr den Leuten zeigen könnt, was alles geht. Genau, man muss ja, also die Leute wollen es sehen, auch wenn sie nicht alles bestellen, aber ausprobieren muss man es können. Ne? Ja. Wie war denn so deine erste Reaktion vor Jahren, als sie gesagt haben, wir machen jetzt groß auf Elektro? Zurückhaltend, kritisch, aber muss sagen, mittlerweile, ich denke, es ist die Zukunft. Wir kommen alle nicht dran vorbei. So, Laden bei dir zu Hause. Hast du schon eine Schnellladestation? Nee, Schnellladestation ist auch, muss man ehrlich sagen, für den Privatbedarf unbezahlbar und auch nicht notwendig. Entweder laden über die Haushaltssteckdose oder man kann sich vom Elektriker in Abstimmung mit seinem örtlichen Energiedienstleister eine Wallbox installieren lassen, wenn man da ein bisschen komfortabler und schneller laden möchte. Ja, du siehst den Raum hier, da vorne fängt ja irgendwo das Auto an. Thema Sicherheit, das heißt, ich habe ja keinen Motor jetzt vorne, Knautschzone. Das ist VW-like. Ja, die Sterne, wie viele Sterne hat er bekommen? Er hat fünf Sterne bekommen, wie gesagt, hochfeste Bleche. Du hattest eben auch schon erwähnt, absolut sichere Fahrgastzelle. Braucht man nicht drüber zu diskutieren, ist ein VW, ne? Ja, hast du schön gesagt, ja. So, mach mal hier auf, ist da was Schlimmes drin? Nö. Softies. Genau, Softies. So ein Schlüsselchen, USB-C genau. Ist drin. Direkt. USB-C vorne, zwei Stück. USB-C ist eh der neue Standard. Also da ist sonst eigentlich die normalen USB-Schnittstellen verschwinden in den neuen Fahrzeugen eigentlich komplett. Das ist eigentlich nur USB-C. Ja, es gibt ja auch Adapter fürs iPhone. USB-C auf iPhone-Stecker, kein genau, Problem. Lightning, gar kein Problem. Lightning. Normal USB auf USB-C, auch kein Problem. Ansonsten Bluetooth-Kopplung, Radio hören, Musik hören über Bluetooth, gar kein Problem, alles. So wichtig ist aber so Autos, ist die Information über das Auto selber. Die hast du an mehreren Stellen bei dem Auto. Hast du auch die Möglichkeit, das hier einzublenden auf dem Display? Ja klar, du kannst hier über die, hast hier den Fahrzeug-Button. Ja. Da hast du verschiedene Fahrzeugeinstellmöglichkeiten. Er zeigt dir, was du für Verbräuche gefahren hast über die letzte Zeit. Du kannst ja anzeigen lassen, was er für einen Status im Moment hat, ob alles in Ordnung ist. Okay. Du hast wie eben den Home-Bildschirm, hast einen zweiten Home-Bildschirm mit den Menüpunkten, auch Smartphone-like. Und es gibt einen dritten Bildschirm, wo du dann nochmal eine Übersicht hast über dein Telefon, über die Fahrleistungen und ein paar Shortcuts für Musik und Einstellungen. Hat sich das jemals aufgehangen, als du das bedient hast? Seit wir ihn in der Benutzung haben, seit wir ihn als Vorführer haben, hat er sich bis jetzt noch nicht aufgehangen, aber sind wir mal ehrlich, es ist ein neues System, es werden garantiert auch Updates kommen, wie in den Smartphones auch. Das ist das Schöne an den neuen Autos, wenn mal was nicht so geht, gibt es ein Update. Das ist neu, gell? Das heißt, die können auch die Motorkennlinien, der Update programmieren, alles. Könnten sie, werden sie wahrscheinlich nicht tun, aber könnte man heute alles machen mit den neuen Fahrzeugen. Ansonsten Bedienung, die Griffe hier, zum Beispiel Scheibenwischer, das ist alles, wie man es kennt? Das ist eigentlich alles, wie man es immer schon kennt bei Volkswagen, Multifunktionslenkrad. Da legt Volkswagen immer sehr viel Wert drauf, auf die Übersichtlichkeit, über die ja, Bedienbarkeit. So, fahren wir los. Was ist zu tun? Nichts. Wir haben D schon eingeschaltet. Das ist auch neu am ID3. Schalten auf oben am Lenkrad. Super. In der Mitte, hier in der Bedienung, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Der Schalten auf in der Mitte ist nimmer da. Dadurch mehr Platz, mehr Becherhalter, Ablagemöglichkeiten und ja, vorne auf D stellen und dann können wir losfahren. Ja, der hat zwei Cams drin oder eine? Der hat jetzt eine Cam drin, der hat eine Rückfahrkamera drin und Piepser halt vorne und hinten. Ja, ich glaube, das muss, oder Rückfahrkamera bitte mitbestellen, oder? Ich bin ein Fan davon, ich empfehle es auch jedem Kunden und es ist einfach ein schönes Gimmick. Ja, das Geld, was man jetzt ausgibt, das brauchen wir später nicht an, obwohl ihr in der Werkstatt seid ja froh drum, oder? Ja, aber ist meine Rede auch immer, ich sage mal, bei dem ersten Kratzer, weil man was nicht gesehen hat, ist die Rückfahrkamera bezahlt. Also da unten ist Temperatur? Genau, wir haben hier die Temperatur jetzt von unserem Innenraum, drin regelbar, Beifahrer, Fahrer. Aber auch direkt, das heißt, ich habe unten so kleine Tasten, wie funktioniert das? Genau, hier einfach verstellen, wärmer, kälter und man sieht... Touch, alles Touch. Man sieht, wie sich bei dir auf der Seite die Temperatur ändert oder halt bei mir. Assist, was heißt das hier unten? Das ist einfach die Assistentin, das ist auch wieder ein Shortcut. Ich drücke, wenn ich nicht im Kameramenü bin, drücke ich auf Assist und er öffnet mir das Assistentenmenü, wo es halt mittlerweile ja viele Assistenten, du hast eben ein paar genannt, hier drüber einzustellen gilt. Einparken kann er? Einparken kann er auch. Echt? Er kann selber einparken. Der Einparkassistent ist jetzt nicht neu beim ID3, gab es vorher in den Fahrzeugen auch schon, aber funktioniert auch sehr gut. Ja, fahren wir los. Ja. Du hast eben erwähnt, die Eingangautomatik bedeutet, ich brauche nicht mehr schalten. Brauchst gar nichts machen und wir haben auch keine Lücke, wenn die Automatik schaltet, weil auch die Automatik muss nicht schalten. Es gibt nur Eingang. Okay, bitteschön. Wir machen eine ganz kurze Probefahrt, weil ich würde gerne mal an einen Punkt kommen, wo du ein bisschen mehr Netz hast. Die App würde ich schon noch gerne zeigen, weil das ist ja auch ein Highlight. Kann man die Türen öffnen mit der App?
Die Türen kann man verriegeln und öffnen, falls man das Auto jetzt vergessen hätte zu abzuschließen und wäre jetzt zu faul, für einfach nochmal vor die Tür zu gehen oder in die Garage, könnte ich das Ganze auch einfach über die App wieder absperren, ohne mich von der Couch zu bewegen. Wenn du mal kurz den Sound beschreibst, den wir gerade hören, was ist das? Das ist ein Sound wie, ich sag mal, wie im Starfighter. Man dreht drauf und es gibt ein leichtes Surren. Es macht einfach Spaß. Ja, als die Autos es vor ein paar Jahren, Autobild hat die ersten gezeigt, wo die damit rumgefahren sind. Da waren das noch reine Prototypen, die waren noch nicht fertig. Da haben die gedacht, um Gottes Willen, ob das mal was wird. Aber wenn du jetzt mit fährst, ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Das heißt, gut, jetzt sind die Benziner eh leise, muss man sagen. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit ist kein großer Unterschied. Absolut. Wir haben auch die neuen Fahrzeuge, die gerade auch bei Audi und bei VW sind sehr gut gedämmt. Auch bei den Verbrennern hört man nicht mehr viel an Innengeräuschen, aber es ist halt nicht so toppen wie durch ein E-Auto, weil einfach der Motor kein wirkliches Geräusch abgibt. Ja, die Tankstelle nie wieder zu sehen. Ich glaube, das ist ein Wunsch vieler Leute. Jetzt haben wir ja ein bisschen Probleme mit den Spritpreisen. Die sind viel zu günstig. Ist das ein Problem für euch? Oder ich sag mal, sagen Leute, ja gut, bei einem Euro pro Diesel oder ich sag mal pro Benzin 1,20 €. Das heißt, die könnten jetzt wieder steigen. Könnte es da wieder eine enorme Nachfrage geben nach E-Autos? Ich weiß nicht, ob es vom Spritpreis abhängig ist. Ich denke, es ist eher eine Einstellungssache von den Leuten, ob sie für ein E-Auto bereit sind, ob sie die Alltagsnutzbarkeit haben für ein E-Auto. Und ich denke, dass da eher die Entscheidung fällt, wie über den Spritpreis jetzt. SOS-Taste ist jetzt E-Pflicht. Der B-Plus seit Jahres- oder ab Jahresende ist Pflicht. Ist jetzt, glaube ich, schon kostenlos dazu bestellbar. Kein Problem. So, jetzt bin ich mal gucken. iPhone von David, du hast immer noch keinen Empfang. Was hast du für ein Netz? O2? Ja, ich habe Vodafone-Netz, aber das ist leider ein Problem von dem Liesdorfer Berg. Auch so schön, wie das Industriegebiet ist. Sie haben leider verpasst, hier einen Funkmast hinzustellen. Ja, habe ich schon gehört. Ich habe Telekom nämlich hier Anschlag. Hier steht ein Telekom-Mast, der steht. Aber das wird kommen. Es ist das größte zusammenhängende Industriegebiet Südwestdeutschlands. Wirklich riesengroß. Ist sehr leise. Ist er straff? Er ist sehr straff vom Fahrwerk, aber er ist auch in der Ausstattung, wie wir ihn jetzt hier haben, ist er auch einstellbar vom Fahrwerk. Wir können zwischen Komfort und Sport entscheiden. Wie denn? Wie geht das? Also können wir hier auch über das Display, über Mode. Wir haben hier die verschiedenen Mode-Tasten, wo wir dann auch hier verschiedene Modi einstellen können. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier Komfort stellen, ist es nicht so langsam. Wenn wir hier auf Komfort stellen, ist auch das Fahrwerk, der Antrieb, alles ist auf Komfort. Oder wenn wir auf Sport gehen, ist es Fahrwerk und der Antrieb auf Sport, das heißt straffer abgestimmt. Okay, Eco ist natürlich die Taste, die meisten wählen werden. Ja, die meisten weiß ich nicht, aber Eco ist halt die Taste, wenn man halt sagt, ich bin gemütlich unterwegs, will die maximale Reichweite haben vom Fahrzeug, dafür ist die Eco-Taste halt gedacht. Ne? Musst du nicht im Wintermantel mitnehmen bei der Eco-Taste? Nein, brauchen sie nicht. Also braucht keiner. Man muss einfach rechtzeitig nachladen und dann hat man auch immer schön alles warm im Fahrzeug. Sie sind eh sehr schnell warm. Sie sind schneller warm wie die Diesel im Moment, weil die Wärmepumpe eigentlich einen sehr guten Job macht. Ja, krass ist auch, das kenne ich jetzt nur vom Tesla, dass man drin sitzen kann und kann die Klimaanlage laufen lassen, die so gut wie keinen, ich sag mal, Spritbatterie verbraucht. Ja, das ist bei den Wärmepumpen ein Hammer, oder? Das heißt also, die Effizienz, was sie sich für Gedanken gemacht haben jetzt, ja, um CO2 zu sparen oder die Energiesparung nach vorne zu bringen, das ist schon krass, oder? Ja, es ist eine absolute Reichweite-Optimierung gewesen. Wir hatten den ersten E-Golf gehabt, der hatte keine Wärmepumpe. Und der zweite, den wir hatten, hatte eine. Und es ist Wahnsinn, was das an Reichweite. Man hatte damals bei der Wärmepumpe, also bei dem ersten E-Golf zu dem zweiten, mindestens 40, 50 Kilometer mehr Reichweite, wie wir es ohne Wärmepumpe hatten. Und das ist einfach, das ist eigentlich das Gimmick für die E-Autofahrer, weil über die Reichweite geht halt alles. Ne? So, wenn du mal kurz aussteigst und den Motor... Wie süß, wir haben irgendwas gesagt. Da ist ein Sprachassistent drin? Ja, genau. Wir können mit ihr reden. Sie hört auf Hallo ID und danach kann man gewisse Befehle mit ihr abstimmen. Es ist noch nicht alles freigeschaltet. Viele Sachen werden im vierten Quartal noch freigeschaltet. Was geht im Moment? Im Moment geht zum Beispiel, wir können es mal kurz, du wirst mich jetzt wahrscheinlich hassen, weil wir ein bisschen weniger Licht haben. Nee, aber ist gut, passt. Wir können zum Beispiel eine Funktion gleich mal zeigen. Ich hoffe, dass sie geht. Wie immer der Vorführeffekt, aber wir probieren es mal. Ah, ich weiß schon, was du willst. Hallo ID. Ja, bitte? Zeig mir die Sterne.
Das Sonnenschutzrollo wird geöffnet. Das ist zum Beispiel eine der Funktionen und es gibt noch viele mehr und es kommen noch sehr viele. Adaptiert an die Smartphones, muss man einfach sagen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, mein Popo ist kalt und dann geht die Klimaanlage vielleicht demnächst an. Ja, zum Beispiel kann ich dir auch kurz zeigen. Hallo ID. Was möchten Sie tun? Ich habe die Füße kalt. In Ordnung. Vorn werden die Füße gewärmt. Krass, oder? Ja, ist, wie gesagt, es ist ein fahrendes Smartphone. Das ist cool. Also die Modes haben wir durchgegangen, die Klimaanlage haben wir durchgegangen. Hier oben übrigens auch, das ist so ein kleiner Slider mit drin und keine Tasten mehr. Auch die funktionieren einwandfrei? Ja, geht super. Wie gesagt, einfach hier mit dem Finger drüber, es fährt zu. Und zurück. Man kann es anhalten, es fährt auf. Also bis jetzt Begeisterung für das Fahrzeug, funktioniert und ich denke, es kommen noch viele Funktionen durch die nächsten Updates. Sag mal, wenn ich jetzt hier das Navi anschmeiße, der sagt mir, ob ich da hinkomme, noch, ob ich es packe. Genau, er berechnet dir auch die Reichweite über die Ladesituation des Fahrzeugs oder berechnet gleich Ladestationen, die auf dem Weg liegen, mit ein, wenn er welche braucht. Ist es schwer, das Navi zu bedienen? Intuitiv, wie jedes andere Smartphone auch. Muss man einfach genauso sagen, wenn ich im Home-Bildschirm bin, ich drücke aufs Navi, eröffnet das Navi, gehe auf die Funktionen, kann hier dann verschiedene Einstellungen machen oder einfach hier oben über Ziele mir ein Ziel suchen, Vorschläge suchen wie bei Google oder suchen halt über eine feste Adresse. Sprache geht auch? Klar, kann man sagen. Mach mal bitte, sag mal. Fahr mal zu euch zu Hause. Navigation. Für Navigation sagen Sie zum Beispiel Adresse eingeben oder suche Restaurants in der Nähe des Ziels. Adresse eingeben. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. Saloy, Wallerfanger Straße 124. Okay, Saloy, Wallerfanger Straße 124. Gute Fahrt. Boah, der Vorführeffekt. Ich habe nur darauf gewartet. Aber es geht. Es geht. Es geht auch sehr zuverlässig. Also die Sprachfunktion ist jetzt auch nicht neu im ID3. Gab es vorher schon bei den Volkswagen-Modellen und funktioniert wirklich gut. Super. Ja, wenn du mal kurz drin bleibst, ich geh mal raus. Denn dieser Sound beim Anfahren, den müssen wir unbedingt mal aufnehmen. Den hast du wahrscheinlich selber. Du hast ja kaum die Möglichkeit, den zu hören, wenn du drin sitzt. Ja, das ist schwierig. Ist schwierig. So, dann zeigen wir den mal gerade. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Da sind wir. Bitteschön. So, wir machen mal ganz kurz auf. Vielen Dank. Ja, die Firma Würz. Ihr seid Servicepartner von Volkswagen, macht die Vermittlung von Neufahrzeugen, macht das schon sehr, sehr lange. Wenn man so ein Auto kaufen möchte, Wartezeit bei euch in Saloy? Ja, also wenn neu bestellt wird, es gibt noch ein paar Modelle, die auf Lager produziert wurden von den First Edition. Die sind natürlich relativ kurzzeitig verfügbar oder halt bei Bestellung 3 bis 4 Monate im Moment. Immer noch? Also keine 2 Jahre warten? Nein, im Moment sind wir bei 4 Monaten, außer es wird jetzt irgendwas Exklusives bestellt, was vielleicht kurzfristig nicht lieferbar ist, aber im Schnitt bei 4 Monaten. Jetzt kann man ja Volkswagen, dass die keine 10 Jahre Garantie auf die Autos geben, ja. Wie ist hier die Garantie beim ID3? Die Werksgarantie ist immer 2 Jahre, auf den Akku 7 Jahre oder halt zu günstigen, wirklich günstigen Preisen eine Garantieverlängerung. So ist bis es. Zu 5 Jahre. Akku 7 Jahre, ja. Vielen Dank. Dein Name nochmal? David Friedrich von der Firma Würz aus Saloy. Ich danke dir recht herzlich. Wenn du mal losfährst, da können die Leute mal sehen, wie er fährt. Warte mal kurz. Geh mal kurz nach vorne. Und bitteschön.